Licht ist sehr wichtig hier. Also theoretisch, ich könnte natürlich noch ein bisschen weiter nach außen gehen. Theoretisch müsste es aber eigentlich hier sein. Ne? Aber hier, also ich möchte nur mal sagen, dass man die ja eigentlich erkannt hat. Aber das ist immer ein bisschen blind. Ich sehe hier gerade einfach nicht, wo das sein soll. Aber egal, ich laufe mal weiter. Das wäre aber richtig gewesen. So, hier haben wir... Seht ihr? So sieht das nämlich aus. Oh, oh. Ich gehe nochmal hier rein. So, jetzt haben wir den hier. Das ist ja, wo man meine Maus sieht. Den hier haben wir jetzt. Das heißt, der hier ist doch schon ein bisschen weiter weg. Der ist wahrscheinlich... Ich kann mir denken, wo der ist. Da gehe ich jetzt auch hin. Bitte nicht überraschen jetzt. Wir sind viel zu konzentriert hier gerade. Also bitte nicht überraschen. Ah, da. Wo? Das ist ja schön für dich, aber warum? Ma, nein, ich kann jetzt nicht noch irgendwas... Ich meine, natürlich, ich... Okay, warte. Lauf nicht weg, lieber Schlüssel. Wir rüsten die beiden Sachen aus. Und erschießen einmal den netten Herrn da oben. In seinem Krankenbett. Ja, der einfach ganz locker und lässig chillt. Aber nicht mehr lang. Und Blut rotzt. Schön. Ich glaube, ist jetzt tot. Was war das da vorne? Da war noch einer. Oh. Hey. Verrückt. Nein. Fällt er vielleicht runter? Verdammt. Hallo? Warte. Ich weiß, es ist jetzt gerade der unspannendste Kampf überhaupt. Ich stelle mich ja hier auch nicht besonders gut an. Okay, da vorne haben wir den Schlüssel. Wir haben aber noch hier, 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 hier. Oh. Alles klar, das schaffe ich noch. Hier ist ein kleiner Durchgang. Keine Panik. Dann halt so. Schauen auf den Boden. Wo ist der kleine Durchgang? Moment, jetzt bin ich doch wieder verplant. Ach, tut mir leid. Ich rede das gerade auf, weil ich meine Sachen hier überall hingelegt habe und ich brauche die ja wieder. So, wir gehen durch und dann kommt so ein kleiner Weg. Hier gerade ist das, dann kommt so ein kleiner Weg da vorne. Ah! Und irgendwas blockiert die Tür. Wunderschön. Das heißt, da gehen wir nicht her, weil da kommen wir nicht her. Dann gucken wir mal hier. Ich glaube, den hier habe ich schon. Und da vorne an dem Knick rechts. Ja? An dem Knick rechts. Hier ist der Knick. Dann haben wir das da ja auch schon. Oder ist hier der Knick? Nö. Aber ich gucke jetzt sowieso nochmal hier alles an. Weil ich habe doch noch nicht alle. Auf keinen Fall. Vorhin habe ich doch hier noch gar nichts gemacht, oder? Müsste ich jetzt hier irgendwo ein Loch sehen. Ich will ja auf keinen Fall irgendwas verpassen. Ich weiß, es ist gerade natürlich langweilig, weil ich laufe hier rum und suche die ganzen Löcher. Ja, hier war schon was. Hier habe ich schon was gemacht. Dann hole ich jetzt den Schlüssel. Für was auch immer. Ich bin hier falsch. Moment. Ich hole den Schlüssel, werf dann aber erst einmal die Schaufel dahin. Und kann mir die hoffentlich später... Kann halt nicht laufen. Hoffentlich später wiederholen. Aber speichern wir jetzt auch mal ganz cool. Das wäre so cool jetzt. 17 Minuten.
Entrance? Für was? Ach ja, ich kann jetzt da vorne her. Moment, das mache ich direkt auch mal. Kann ich hier? Ja. Ich bin da. Ich muss irgendwo... Was? Looks like I can take a shortcut to TL Trading. Ach! Jau! Da können wir ja auch noch hin. Das war verschlossen. Da muss ich wieder zurück. Aber warte mal, ich will vorher nochmal. Ne, bevor ich jetzt zurückgehe. Mir die Statue angucken und denken, oh, die ist ja schön. Was hat die nur zu bedeuten? Oh, das ist bestimmt total... Schon total was mit der Story zu tun. Hierher. Und hier ist nichts. Was ist das denn? Ah! Ach so! Okay. Dann. Ich werde den ganzen Weg jetzt umsonst gelaufen. Türen. Türen öffnen sich. Ich muss sofort schlagen. Das war so ein ganz komisches Tonproblem. Wer lacht denn hier so doof? Was zur Hölle? Was zu speichern wäre jetzt wirklich nicht schlecht. Boah, das wäre so cool. Ich könnte... Oh Mann, was zu speichern wäre so super! Was hast du denn? Ein Mülleimer. Ach, ich soll ja aufs Dach, ne? Ja, dann. Kann ich denn da speichern auf dem Dach? Ach, oh, toll. Komm mal hierher. Hallo? Ein roter Pulli? Jemand brät sich einen roten Pulli? Jemand spielt Schach oder Dame. Irgendetwas ist hier und ich finde schon wieder Munition, warum auch immer. Ich werde versuchen, noch einmal in die anderen Türen zu gehen. Das ist der Fahrstuhl, der nicht funktioniert. Das ist eine Tür, die nicht funktioniert. Noch eine Tür, die nicht funktioniert. Die funktioniert auch nicht. Wir müssen hierher und haben gespeichert und Munition gefunden. Ich frage mich, was jetzt kommt. Boah, das sieht für mich realistisch aus, ne? Auch mit den Sounds gerade. Und das ist es, glaube ich, auch, was das Ganze noch gruseliger macht. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. So. Ah, hier oben. Okay. Super Fenster. Ich weiß gerade nicht unbedingt, ob ich hier in die Fenster reingucken möchte. Aber ich muss. Da kommt gleich wahrscheinlich was raus. Das schaffe ich doch nie im Leben, oder? Habe ich doch geschafft. Fall nicht. Okay. Da hinten haben wir Munition. Das ist wunderschön. Da muss ich ja jetzt hin. Upsala. Tu mir nichts. Ah! Wo kommst du denn her? Hallo, ich glaube, ich bin kurz vor dem Bosskampf. Erschreck mich mal nicht so. Die Frage ist natürlich jetzt, wie zur... Das so weit kann der nicht springen, oder? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt riskieren soll. Wir wissen alle, ich tue es trotzdem. Gut, es ging. Und wir werden belohnt mit Schlägen und Munition. Oh nein. Ich jetzt direkt für den Drecksack hier ausgeben muss. Dass es immer so lange dauert. Okay, ein bisschen schwitzig sind die Hände und diesmal ist es eigentlich doch relativ entspannt.
sagte sie und stürzte in den Tod. Mist! Mist! Oh, verdammt, da ärgere ich mich jetzt gerade aber wirklich. Okay, kein Problem, ist ja schnell gemacht. Ist schnell gemacht. Und eventuell sehen wir jetzt auch mal... So, da, guck mal, den da unten sehen wir ja, ne? Da unten, da hinten sehen wir auch das Bett. Der Dreckige. So, tut mir leid. Na komm. Ist egal. Wollte schon sagen, wo kamst du denn gerade her? Sag, hey! Benimm dich mal. So, wo ist das Bett? Der Bettlegen. Legri, gri, gri, gri. Warte. Zwei. Machen wir das jetzt mal schnell. Oh, da kommt der angeflogen. Davon träume ich manchmal, dass ich kopfüber in einem Bett liege und überall rumfliege. Der träumt bestimmt auch, der Mann gerade. Warum denn so weit weg? Komm her. Hier, komm her. So feige. Ja, meinst du, weil deine Rotze trifft mich hier hinten? Ja, komm her! Kannst mir nichts. Und erschrecken tust du mich eigentlich auch nicht, wirklich. Es sei denn, das Bett taucht irgendwann auf, wenn ich hier so voll hart am Snipern bin. Apropos Snipern. So! Ey, jetzt aber nicht nochmal, ja? Okay. Ganz kurz. Schwitzige Hände, aber nicht vor Angst, sondern einfach nur... Deswegen. So, geschafft. Wie komme ich denn hier wieder zurück? So? Nee, das ist aber... Oh, das ist mies. So. Ach, cool. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich her muss. Das war jetzt quasi... Jetzt habe ich ja quasi einen kleinen Abstecher gemacht hier. Was ist denn das da vorne? Das war mein Stuhl. Was ist denn das da vorne? Warte mal, ich habe ja jetzt hier so ein Ding, ne? Ach so, das ist einfach nur irgendetwas, was sich dreht. Keine Panik. Das kriegen wir schon alles hin hier. Das ist Köln. Ja. Das ist auf jeden Fall Köln. Sieht voll so aus. Ne? Ein bisschen sieht es wirklich so aus. Jetzt aber. Seht ihr das? Warte mal. Da steht jemand. Da muss ich hin. Ah, von dir habe ich mal Screenshots gesehen. Weiß aber nicht, was da passiert. Gott sei Dank. Ist das vielleicht der nächste Endgegner? Habe ich auch der erste Charakter, der erste lebende Charakter, den wir hier im Spiel begegnen. Ich lasse aber erstmal nochmal das hier. Und wie gesagt, ach, muss ich vielleicht da vorne nochmal irgendwo hin? Warte, ich guck mal. Hier kann ich ja nirgendwo hoch. Hm. Hier? Ah, hier, ne? Wow. Ist ein bisschen... Ein bisschen tricky hier. Uiuiui. Licht, Licht, Licht. Licht. Warum steht die denn da so rum? Hallo? Ich meine, sieht die? Ist das so wie ein Silent Hill und die sieht die Monster überhaupt gar nicht? Wie war es bei der... Ach, ich will jetzt nicht zu spoilern. Entschuldigung. Ich will nicht spoilern. Hup. What the... Sophie? What the hell are you doing here? Well, hi, Simon. What? I don't understand anything now. What is it that you don't understand? What do you think? The whole fucking city is crawling with monsters, and I mean, suddenly you just turn up on these rooftops? What are you doing here? Are you hurt? Monsters? Simon, you're scaring me. Dann sieht die überhaupt gar nicht. Scaring? What
the fuck? This is just sick. Well, maybe it's just... Let's talk about something else. How have you been? I don't know. I'm just confused. You? Not too bad, thank you. Better now that you're here. Yeah, I'm glad you're here too, Sophie. I've been alone all this time. I see. Sounds tough. But what about yourself? Why are you here? Are you hiding up here from those things? No. I really don't understand what you're talking about. I'm just thinking. Thinking? Yeah, I've been doing a lot of that too. Do you remember how you got here? I don't know. Because I woke up myself, but it wasn't an alley and... Wait, I can probably show you. No. Hush, Simon. Can't we just sit here for a while? Yeah. Sure. Do you want to know something? Yes. Yes, I do! I want to know just what in the fuck is going on here! Is it about that doctor guy? In the gas mask? Doctor? Simon, please. No, I mean about school. Yeah? What? Well, I don't know if you knew, but I always had a hard time at school. You were pretty much the only guy who was kind to me. I never said it, but I really want to thank you for making my life a little bit more bearable. You're a cute guy, Simon. Yeah. Yeah, you did have it pretty rough. Thank you. Yeah. I guess I helped you because I liked you. You were one of the prettiest girls at school and... I guess I wanted to protect you. I don't love you, but I think I could if we got to know each other better. You're so beautiful, Sophie. Why haven't you said anything? I never had the courage. I mean, I wasn't exactly the toughest kid in school, was I? But now we're here alone, I've always liked you, Sophie. Oh, Simon, I don't know what to say. I always liked you too, but not in that way. I always thought that you were just a friend, nothing more. I'm sorry. Oh, man. But... Damn, so much stuff has happened lately. All this craziness, the darkness and the monsters. I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. I know. A lot of things have been going on lately. Yeah, really. Was it you who tried to phone me, by the way? Yeah, I wanted to talk to you. To get away from it all. Oh, but what? Out here? No, away from everything. Away from all this. What? What do you mean? You know full well what I mean. Wait a sec, you mean all... No! Any sense?
Was it you who made her do it? Why? Why? You sick fuck! Nein! Das ist da. Ach ja! Okay, ich hab ja. Ja, Moment. Okay, warte einen Moment. Was? Ach nein, hier ist ja gar keine Pause. Was war das denn jetzt? Jetzt weiß ich auch, wieso es so traurige Fanarts gab, aber ich wusste halt nie wirklich, was da passiert ist genau. Das war ja übel. Einfach so. Okay, das ist. Karkas. Das ist Karglas. Klarglas. Nee, wie war das? Karglas? Keine Ahnung. Ich nenne mal Karglas. Oh je. Ich hoffe mal. Na! Nein! Die Shotgun! Die Shotgun! Hab ich die wieder? Nein! Kackt der? Köpfe? Der kackt Köpfe. Das ist also ein kleiner Kacker. Aber der macht den Leuten in Outlast auf jeden Fall Konkurrenz. Kopf ist immer am besten. Ah, die Kackköpfe kommen zu mir. Mach das bitte nicht. Lass dich lieber erschießen, mein Lieber. Oh. Ich bin gar nicht da. Ich bin gerade super geschockt. Wie soll man das Spiel jetzt bitte lustig spielen? La la la. Ich meine, er bietet ja da jetzt gerade doch. Es bietet sich ja förmlich an. Nee. Aber ich muss sagen, jetzt mit der Musik, ne, und ihm, das ist schon eine krasse Atmosphäre gerade. Und natürlich mit dem, was da gerade passiert ist. Ich glaube, ich cheate hier gerade ein bisschen, aber ist mir gerade auch egal. Soll er doch die Köpfe nach unten kacken? Ich kann da nichts für. Ah, Moment. Gerade, wo ich doch dachte, das wäre ein Bug, ne? Mit dem, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Folge zuvor war, mit dem Auto, als ich über das Polizeiauto springen wollte. Kann das. Obwohl, das wird gar nicht passen, aber kann das sein, dass sie in dem Moment gesprungen ist? Dass ich da irgendwas falsch gemacht habe? Oh. Und? War das jetzt irgendwie sie? Sollte das sie symbolisieren? Ich kann ich mir nicht vorstellen. Boah, nein. Wie übel. Kann ich irgendwie langsam gehen? Nee, dann wäre die ja da vorne drauf gefallen und. Oh, die liegt da noch. Die hat eine Karte. Boah, übel. Übel. Richtig übel. Okay, wir kommen jetzt am besten runter hier, ne? Warte, mach mal anders. Cola. Boah, krass. Warte, wir haben 36. Ich muss gleich sowieso aufhören aufzunehmen. Deswegen werde ich jetzt Folgendes machen. Zack, wir müssen ja eh wieder ins Apartment. Da unten liegt sie. Das ist krass. Was war das? Hallo? Oh, okay. Und das heißt jetzt für mich Aufnahmepause und ich weiß, ich würde jetzt eigentlich gerne wissen, wie es weitergeht, aber geht halt gerade nicht. Bis zum nächsten Mal.